Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Mittwoch, der 22. September, 8.30 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins. Wir hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. So, wir öffnen wieder mit einem Gap. Also, wir haben einige Gaps hier. Fangen wir mal an. Hier oben das Gap 15.500. Das ist dann auch die 490, das Maximum, was viele erwarten. Mit dem Luftholen, mit der Korrektur, das Gap nämlich von einem Montag, dann haben wir ein Gap hier unten, das sind die Kurslücken einmal hier und wir haben heute noch mal eine Kurslücke, die ist da. Also einige Gaps, die dann für uns als Zielmarken gelten können. Ja, und wir sehen es hier. Also wir werden erst einmal die Box bei 15,4 platzieren. Wir sehen dann, wir gehen auf den Minutenchart und blicken hier einmal auf den gestrigen Tag. So, da gab es gestern einige kleine Boxen, 18er hier. Die ist dann sauber, wenn wir die Verlängerung jetzt ziehen, hier unten ausgebrochen. Dann hatten wir wieder eine 18er, die ist da oben ausgebrochen. 36er treten wir nicht, eine 21er. Ist dort auch ausgebrochen und die 15er auch. Ja, also nach wie vor alles, was unter 30 ist im DAX auf dem Minutenchart und bei der Vola ist wirklich mit einer sehr, sehr hohen Signalgüte. Also 15.400, die Big Number, die platzieren wir. Und jetzt wollen wir einmal auf die Vola-Boxen schauen. Wie war gestern da noch die Aktion? Gestern früher nicht, aber dann nachmittags hier eins. Zwei, also da waren auch gute Trades dabei. Die Frage wird sein, wo kommt heute die Vola-Box rein? Und wir blicken auf 15,3, 15,385. 15,385, das wäre dann irgendwie hier im Forecast. Gucken wir mal. 15,385. Und heute werden wir auch dann wieder mit einem Hedge-Auflösungstrade arbeiten. Das heißt, ich werde hier die 20 Euro eingeben. So, bei der ersten Vola-Box, wenn sie um 9 Uhr reinkommt. Okay, dann fangen wir an mit den großen Zeitebenen. Fangen oben an mit der DAX. Neues Chartfenster. Rechte Maustaste. Vorlage. Zickzack. Linie. Daily. Short. 4 Stunde. Short. Stunde. Plus minus 0, 30 Long, 15 Long und 15. Wir sehen, in den kurzen Zeitebenen dreht der Markt Richtung Norden. Nächster Markt ist hier Gold. Daily Short, 4 Stunde Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Öl. Daily Long, 4 Stunde Long, Stunde Long. 30 Long, 15 Long und 5. Wie vorhin auch schon erwähnt, da ist noch alles Richtung Norden ausgerichtet. Entschuldigung. Daily im Technologiebörse. Daily Short. 4 Stunde Short. Stunde Short. 30 Long, 15 Long, 5 Minuten auch Long. S&P 500. Daily Short. 4 Stunde Short. Stunde plus minus. 30 Long, 15 Long und 5 kurzfristig, also die oberen Märkte in der Erholung. Gehen wir in Richtung Bitcoin. So, Bitcoin bei 42.000, Daily Long, heute wieder, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long, also da unentschieden. Ethereum sind wir wieder bei 2.800, Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long, also da auch unentschieden. Okay. Das heißt, wir sind im DAX in der Erholungstournee und gucken mal, wie weit, ob es in Richtung Gap Closing geht und dann nochmal im Fahrstuhl runter.
Es bleibt abzuwarten. Wenn wir natürlich jetzt schnell Richtung 15,5 laufen, dann werden wir die Big Number dann dementsprechend verschieben. So, noch ein Punkt fehlt, noch ein Pip und wir sind raus. Das war der offizielle Eröffnungstrade heute. Wir hatten ja zwischendurch nochmal ein Volabox-Trade, aber das war für unser Videotagebuch und ich verabschiede mich jetzt bei den YouTubern und wir sehen uns morgen dann wieder. Und wir machen im Live-Trading auch noch weiter, 10:37 Uhr. So, es ist 8:49 Uhr und wir nähern uns der 15.500er-Marke. Und ich wechsle jetzt die Big Number von 15,4 auf 15,5. Und die Vola-Box kommt rein im Forecast bei 15,537. Das wäre ein Stückchen darüber. Aktuell 15.537. Dann klicken wir mal gleich auf die Kurse. Kunden, also Countdown läuft. 7, 6, 5, 4, 3, 2 und los geht's. 9 Uhr. Ganz oben links die Vola-Box. Und rechts haben wir die Big Number. Links die Vola-Box, rechts die Big Number. Es ist 9 Uhr und wir haben ein Gap bei 15.500 circa. Vielleicht wird es jetzt geschlossen. 15,5 jetzt auf 15,4 runtergesetzt. Es ist 9:37 Uhr. Also erste Trade, Eröffnungstrade für unser Videotagebuch noch nicht ausgeführt. Es ist 9:37 Uhr. So, doppelt gemoppelt. Wir haben gleich hier bei 15,407 den Eröffnungstrade und wir haben auf MTX einen Short Trade, den wir eingehen oder uns positionieren. 3 Minuten noch. Jetzt in dem Eröffnungstrade um 9:44 Uhr. Long im ersten Trade rechts mit der Big Number 15.407. Und auf der linken Seite kriegen wir ein Short Setup in MTX. Einmal Kontrolle Kinji und Zen. Haben wir noch nichts. Aus 24,25. Und los geht's.
jetzt gleich im zweiten Trade. So, wir stehen kurz vor dem Ausstieg und nochmal, warum ich jetzt nicht auf angepasst drücke. Wir sind so ein bisschen auf der Zielgerade unseres tausendsten Trade und da habe ich von der Regie bzw. vom Marketing, ich soll hier nicht auf angepasst drücken, sondern den Trade sauber nach Hause bringen. Also, die blaue Linie ist unser Gewinnziel und wir sind auf der linken Seite MTX sowieso short. Wir sind also auf den Abwärtsmove dabei. Und ein Punkt fehlt noch. Ein Punkt fehlt noch. Jetzt liegen dort bei 79 sehr viele Clubmitglieder, die ihre Orders abarbeiten von der Big Number. Und das passiert dann meistens. Dann gehen wir schnell mal auf angepasst. Lassen wir ein bisschen laufen hier. Es ist 10:34 Uhr, hat ein bisschen gebraucht. Aber noch sind wir nicht draußen. So, noch ein Punkt fehlt, noch ein Pip und wir sind raus. Das war der offizielle Eröffnungstrade heute. Wir hatten ja zwischendurch nochmal einen Volabox-Trade, aber das war für unser Videotagebuch und ich verabschiede mich jetzt bei den YouTubern und wir sehen uns morgen dann wieder. Und wir machen im Live-Trading auch noch weiter, 10:37 Uhr.